meine Lieben. Hallo. Zu einem neuen Video. Ich habe mir jetzt kurzerhand entschlossen, einen neuen Vorspann zu machen, eine neue Einleitung in das Video. Ganz einfach, im Hintergrund sieht man es, die Burg Hohenfreiberg und da drüben die, oder Burgruine, da drüben die Burgruine Eisenberg, tja, mit der wir angefangen haben in diesem Video und dann tja, mit der hier weitergemacht haben. Es gibt in diesem Video einen kompletten Rundgang durch beide Burgen und wie es danach weitergeht, das wissen wir noch nicht. Da sind wir nämlich gerade dabei am Überlegen. Also viel Spaß mit dem Video. Hey ho, meine Lieben, heute machen wir eine kleine Tagestour zu den Burgen Hohenfreiberg und Eisenberg im Allgäu. Fahrzeit irgendwas 2 Stunden, 2 Stunden 20. Ja, je nachdem wie wir fahren und durchkommen. Ja, und wenn wir dort sind, oben am Parkplatz, ja, dann melden wir uns wieder, oder? Ja, natürlich. Ja, bis nachher. Ja. Tja Leute, wir sind angekommen hier oben. Hintergrund schön die Berge. Um festzustellen, dass heute die Schlossbergalm geschlossen hat, wo ich mich so auf einen leckeren Apfelstrudel mit Vanilleeis gefreut habe, aber kann man nichts machen. Ja, wir latschen jetzt mal rauf zur ersten Burg, dann nehmen wir da hinten den Schleichweg. Ich weiß, dass, ja, irgendwo sind wir damals immer zwischen der Bäume hinauf, aber mittlerweile haben sie anscheinend einen festen Weg hier angelegt. Auch nicht schlecht, latschen wir direkt rauf zur ersten Burg. Könnte doch der falsche Weg sein. Der geht irgendwie wieder bergab und wir wollen ja da rauf, ganz da oben. Oh Mann, Mann, ist das steil. Das hatte ich so nicht mehr in Erinnerung. Ja doch, halbwegs. Tja Leute, noch bin ich am Schnaufen wie Ochs. Oh, da hinten kommt die nächste. Wo hast du die kleine Zicke gelassen? Oh. Ja, die braucht ewig. Auf alle Fälle sind wir jetzt hier am Eingangstor. Burgruine Eisenberg. An dieses Eingangstor kann ich mich jetzt zum Beispiel gar nicht mehr erinnern. Puh. Ja. Es ist auch schon über 20 Jahre, glaube ich, her, wo ich hier das letzte Mal war. Ach. Puh. Und in der Zeit hat sich hier natürlich viel getan mit den Ausgrabungen etc. pp. Ins Burgmuseum kommt man leider nicht rein, das hat bloß am Wochenende geöffnet. Aber egal. Kann ich mich alles nicht mehr dran erinnern. Irgendwie sind wir damals immer da hinten reingekommen, glaube ich. Ja, zeige ich euch nachher noch. An dem Turm kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Richtiger Aufgang. Da erkläre ich jetzt gleich was, wenn da oben die Leute weg sind, dass ich die nicht unbedingt mitfilme. Ja, genau. Tja Leute, in dem Bereich haben sie einiges neu aufgemauert. Wo ich noch klein war, war der Schutt bis zu der Höhe von dem Torbogen und man musste über den Torbogen drüber steigen und da war auch dieses ja, Fensterle, was man da oben sieht, auch noch wesentlich größer ausgebrochen. Aber wie gesagt, das ist alles schon viele, viele, viele Jahrzehnte her. 40 Jahre, über 40 Jahre. Irgendwie sowas auf alle Fälle. Angefangen mit den Ausgrabungen haben es irgendwie 85, 86 oder so. Ja, oh, wenn ich mich nicht irre. Ja, wer es genau wissen will, kann ihn im Internet jederzeit nachlesen. Einfach bloß Burg Hohenfreiberg und Eisenstein eingeben. Naja, schauen wir weiter dran. Hier haben sie sogar noch ein Foto von damals. Hier ist das, der Eingangsbereich, das Tor, wo ich gesagt habe, was verschüttet war. Und ja gut, mit dem Fenster habe ich mir ein bisschen vertan, aber das ging hier rüber. Ja, da musste man damals drüber klettern, das weiß ich noch, ja. Ja, und hier ein wunderschöner Ausblick.
Wie, das ist schon Ende. Und da drüben ist Hohenfreiberg. Da gehen wir nachher auch noch rüber. Ganz genau. Tja, und so sieht es halt heute aus. Also da haben sie einiges neu aufgemauert. Zwinger, Umgang zwischen den beiden Ringmauern. Und hier damals ist man drüber geklettert, um da überhaupt reinzukommen. Das war alles nicht frei. Wollen wir erst den Zwinger entlang gehen? Was? Hier, Rundgang. Können wir machen, komm. Also komm. Andina. Oh yeah. Oh yeah. Das auf dem Foto vorher unten, das kleine Fensterle, war das hier. Jo. Also das ist echt heftig, Leute, was die Gemeinde hier Arbeit geleistet hat. Ja, also wenn es kacken muss, gell, hier, ja, das war mal das Klo. So. Jo, latschen wir einmal rum und dann gehen wir wieder zum Eingang rein. Rein theoretisch. Da kann man auch schon runtergucken. Also da muss man hinten über die Pampas hochlaufen. Das tun wir jetzt natürlich nicht. Aber einmal so ein Rundgang hier. Ja, doch. Ich glaube, das ist auch ganz interessant. Ehemaliges Torhaus. Ah ja, okay. Da haben sie aber keine großen Möbel reinschleppen dürfen. Nee. Das ist auf jeden Fall nicht rein. Oh. Oh. Schön bewaldet. Also diesen Rundgang hier außenrum kannte ich persönlich bis jetzt auch noch nicht. Alles ja nach und nach ausgegraben worden. Also ich kenne hier auch einige Sachen noch nicht. Aber es ist herrlich, mal wieder hier oben zu sein. Mhm. Geil. Einfach nur geil, schön, herrlich. Und ich bin ja gespannt, ob sie drüben an der anderen Ruine auch einiges gemacht haben. Weil damals war nur an dieser Ruine hier die Arbeit. Und wie gesagt, ob drüben was renoviert worden ist, habe ich keine Ahnung. Hätte ich fast zweiter Film vergessen hier. Oh. Oh. Ja, so kann man hier einmal um die Burg ringsrum latschen. Und dann gehen wir zum Haupteingang rein. Und das Gute an einem Montag halt ist auch, dass es nicht so extrem überlaufen ist. War doch jetzt angenehm, da rumzulaufen, oder? Mal aber interessant. Mal zurück. Oh, nee. Und dann geht man noch mehr kaputt, gell? Ja, weil der Körper sich wieder abkühlt. So. So. Schön eng. Was haben wir hier? Brunnen, ne? Ablauf. Keine Ahnung. So. Und dann gehen wir rein. Ah ja, hier auch alles neu aufgebaut. Oh, steht hier was dran. Aber ich würde mal sagen, das sieht aus wie eine alte Küche. Doch, Backhaus. Im Obergeschoss Badestube. Obergeschoss gibt es natürlich keins mehr. Aber das haben sie halt alles neu aufgebaut hier. Tja, dann auf. Könnte ich vielleicht aufklettern, aber ob sich das lohnt, ich weiß nicht. Obwohl, da sind Ziegel. Ich glaube, da muss ich aufklettern. Also, was hier mal so war, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Da oben war mal die Badestube. Tja, und jetzt muss ich hier wieder runterkommen, ohne abzuschmieren. Da geht's. Was haben wir hier stehen?
Schloss und Herrschaft Eisenberg mit Blutbann und Halsgericht. Klosterlehen von Kempten um 1100 Besitz der Rettenberger, 1210 Tor von Honeck, bla 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 bla. Mich hätte jetzt mehr interessiert, was hier drin war. Keine Ahnung, Stützsäule. Oben sind wahrscheinlich Pfosten aufgelegen, wechseln Boden. Ja, gehe ich mal schwer davon aus. Wohntrakt. Im ersten in eineinhalb Obergeschosse Wohnräume, im Erdgeschoss Lagerraum. Jo, also eigentlich ging es hier mal noch viel höher. Gut, gehen wir dann über. Da geht es wieder in Kuchnei runter, Backstube. Ja, also es war alles mal zweigeschossig. Burgmuseum, wie gesagt, die haben bloß am Wochenende offen. Ah, Treppenhaus, das kenne ich auch noch nicht. Das habe ich jetzt zum Beispiel auch nicht gewusst. Kellertreppe. Oh, Kellertreppe, okay. Kannte ich absolut gar nicht. Neuerung der Ausgrabungen. Aha. Aha. Aber hallo. Damals ist man da irgendwie nicht runtergekommen. Jetzt bin ich gespannt, ob es da drüben noch die Zwinger haben. Also das waren Kellerräume. Okay. Wow. Die haben mal echt saubere Arbeit hier geleistet. Leck mich am Ärmel. Brutal geil. Hinter mir wird gerade gemaulert, wechseln Treppen steigen. Heuli. Nein. Doch. Jo. 81 steht hier. Erhaltungsmaßnahmen durch den Verein zur Erhaltung der Ruine Eisenberg. Ab 81 haben sie angefangen, aber ich glaube ab 84, 85 hat man hier erst die ersten klitzekleinen Fortschritte gesehen. Lang, lang, lang ist's her. Wahnsinn, was die hier alles gemacht haben. Alina, les vor. Nee. Nee. Auch ein Wohntrakt. Mannschaftsräume im Erdgeschoss. Okay. Okay. Aber wahrscheinlich dann eine Holzstiege in die Obergeschosse. Wow. Was war hier? Auch ein Wohntrakt. Im zweiten Erdgeschoss Lagerräume. Okay. Und Leute, ihr müsst euch vorstellen, da oben auf dem Bild vorher, hat man es noch im Hintergrund gesehen, ganz oben sind wirklich Tannen und so ein Schiedkram gewachsen. Ah, hier war die Treppe nach oben. Okay. Hier ist aber kein Schild, was es ist. Was haben wir hier? Hier ist auch kein Schild. Wahrscheinlich auch Wohnräume oder irgendwie sowas. Da gehen wir gleich lang. Schauen wir mal bloß, wo wir die Mädels verloren haben. Hier auf einer Bank. Machen wir Brotzeit. Ja. Ah, das hört sich vernünftig an. Nach der Brotzeit geht's weiter. Richtig. Sau oder einen Ochsen am Spieß haben wir hier oben nicht zum Braten, aber immerhin leckere Semmeln. Also Leute, von meinen Erinnerungen her und wie es jetzt hier aussieht, ich bin sowas von begeistert. Ich finde es so geil, wie die das gemacht haben, hergerichtet haben. Echt Hammer, Hammer. Aber jetzt gehen wir weiter in der Richtung. Plattform bis ca. 1500 Torzwinger. Jo.
Also eigentlich wird sie hier unten noch heftigst weitergehen, gell? Leute, da hat es einmal geheißen, das wären die Verliese gewesen. Da unten drunter. Da haben sie einfach die Plattform drüber gezogen. Keine Ahnung. Oh, aber schön hier. Einfach nur schön. Schauen wir mal von der Seite. Da ist dieser Rundgang, wo wir gemacht haben. Ja. Da müssten wir eben hinten durch die Pampas. Aber hier rein, da unten würden wir dann auch nicht kommen. Das ist das, was ich mir eigentlich gewünscht hätte, dass sie wieder aufmachen. Also wenn man hier, teilweise sieht man es durchs Licht, wie es runtergeht. Also hier sind lauter noch so Schächte unten drunter. Das weiß ich noch von früher, da war nämlich hier keine Plattform aufgebaut. Aber man weiß ja, dunkle Geheimnisse werden verschwiegen. Da ist nirgends mehr ein Schild, gell? Nein, nichts mehr. Ja, da unten müssten die Verliese gewesen sein. So hat es damals geheißen. Ich schaue draußen nochmal auf dem großen Schild, ob man noch was, ja, da sieht. Cam läuft überhaupt? Ja, die läuft. Was machst du hier für Videos? Oder Bilder. Fotos? Bilder. Wie quälst du hier oben? Schön. Dann gehen wir jetzt. Schauen wir unten nochmal auf den... die ganze Erklärungstafel und danach gehen wir rüber Richtung Hohenfreiberg. Jawohl. Wirklich alles schön beschrieben. Bis auf das, wo wir jetzt auf dieser Plattform waren. Diese ganzen Dinger. Da hat es früher geheißen, das wären die Dings gewesen. Die Kerker, hau mich tot, Räume. Naja. Was an dieser Geschichte dran ist, kann ich natürlich nicht sagen. So, da haben wir hier dann nochmal Rekonstruktionsbildle. Hier nochmal ein Flugbild aus der Vogelperspektive von früher. Ich hoffe, man kann es hier halbwegs erkennen. Ah ja. Boah. Wir sind hier rein. Da haben sie aufgebaut, hier durch und hier hinten dann, ja. Genau. Wahnsinn. Wahnsinn, da haben sie noch so ein altes Foto. Noch ein älteres. Ja. Also wie gesagt, Leute, ich kann mich noch erinnern, wie wir hier drüber haben klettern müssen und durch das Loch hier durch. Nee, doch, das ist ein Loch. Durch das Loch sind wir durch. Das meinte ich eben mit diesem Fenster. Da oben, das haben sie alles neu aufgemauert. Ja, genau. Wahnsinn. Oh, dann gehen wir hier noch einmal außen rum. Oh, und dann gehen wir wieder runter Richtung Hohenfreiberg über. Also hier möchte ich auch nicht runterfallen, dass sie hier keine Sicherungsstange gemacht haben, aber hier ist ein Trampelpfad runter, Leute. Hier ist ein Trampelpfad runter, aber nee, den benutzen wir nicht. Weil sonst kommen wir ganz woanders raus, wo wir wollen. So, und wo sind jetzt die Mädels? Zack, zack. Auf, ihr Faulis. Weiter geht's. Ja, so ist es halt. Oh, der alte Mann rennt vor. Tja, huibu, einmal durch die Senke gelaufen und wieder hoch. Und dann sind wir schon hier. Ja, ich glaube, hier haben sie auch ein bisschen was gemacht. Sieht so aus, auf alle Fälle. Nachts ist das Teil hier geil beleuchtet. Ja. Tja. Gehen wir mal die Richtung rauf und dann sehen wir weiter.
geht auch schon sauber in die Haxen, oder Alina? Ja, das kann ich mehr. Und irgendjemand wird da bestimmt noch hinter dem Baum nachher vorkommen. Hallo? Huhu! Ja. Bleibt immer mitten in der Sonne stehen und macht kurzes Päuschen. Verstehe ich nicht, wo hier so viel schöner Schatten ist. Ja. Unglaublich. Ja, wo bleibst du denn? Sollen wir dich an der Füße hochziehen? Wir hocken schön im Schatten, machen Pause. Komm, ärger du sie auch mal. Doch. Ja, sie kommt, sie kommt. Hallo, mein Engelchen. Ja. Also mir läuft das aber auch runter. Da sieht man die andere Burg. Ja, genau. Da drüben waren wir vorher. Richtig gesehen, Alina. Ja, und hinten eben runter. Da ist dann noch eine Riesensenke gewesen, wieder hoch. Ja, und jetzt sind wir hier. Und die schauen wir uns jetzt dann auch gleich ganz genau an. Da kriegt ihr heute in diesem Video zwei richtig geile Burgruinenführungen auf gut Deutsch. Ja. Was steht da drüben? Burgruine Hohenfreiberg, erbaut 1418 bis 1608, 1646 niedergebrannt, seitdem im Verfall. Sicherungsarbeiten 95 bis voraussichtlich 2000. Ja, also definitiv haben es mit dieser Burg hier später angefangen. Deswegen bin ich jetzt so gespannt, was hier auf mich zukommt. Hier steht Renovierungsarbeiten 95 bis voraussichtlich 2000. Ich habe jetzt noch mal ganz wild in der Birne gekramt. Das muss wirklich irgendwann Mitte der 90er gewesen sein, wo ich hier das letzte Mal war. Also verdammt, verdammt lang her. Jo, hier sehen wir noch ein paar alte Luftaufnahmen. Hier. Ja, um 1830. Oh, ja. Naja, und hier ein bisschen Geschichte davon. Kann man, glaube ich, alles im Internet nachlesen. Betreten der Burgruine auf eigene Gefahr. Wie gehabt. Oh, ich weiß noch. Fünf, sechs, sieben Jahre, acht Jahre alt. Das weiß ich nicht mehr so genau. Auf alle Fälle sind wir hier damals auch rumgekrabbelt als Kinder und rumgesprungen. Und mein Vater hat geschrien, weil die Eltern gehen wollten. Und hier war ja auch alles verschüttet und Schutt und was weiß ich alles. Tja, und hat er irgendwann einmal geschrien, da flackt das Schwert in der Brennnessel. Ja, und dann sind wir gekommen. Ja, und was war? Verarscht hat er uns. Haha. Naja, gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Oh. Ah, hier auch ein Turm, ehemaliger. Bei den Löchern waren immer Balken drin, das weiß ich. Rein theoretisch. Ja, vielleicht war das ein Treppenaufgang, keine Ahnung. Ah. Könnte ein Treppenaufgang gewesen sein nach oben. Hier steht leider kein Schild, nichts. Da hinten ist was, aber das schauen wir uns alles noch an. Ist irgendwas nachträglich zugemauert? Saubande. So. Hakenbüchse. Naja. Einfach mal hier rumgehen und alles angucken. Also hier ging es mit Sicherheit auch tiefer runter. Das sieht man hier ran, an den Formen, dass hier irgendwas Dachmäßiges
in der Richtung hier rum gewesen sein muss. Wundert mich eigentlich, dass sie das nicht weiter ausgraben haben hier, in das Eckerl hier. Aber ja, ist halt so. Hier auch wieder einer von diesen Wehrtürmen. Was ich gelesen habe, ging hier früher auch ein Weg komplett außen rum. Den kann man hier nicht mehr begehen, wegen der Hangerosion. Also sprich, der Hang ist ja nach und nach abgefallen. Hier war noch ein Stückel Weg, aber der geht eben nicht weit. Ja, genau. Und dann gehen wir mal in die Richtung. Da bin ich jetzt so voll zum Lesen. Der Durchgang ist bloß was für kleine Leute. Für ganz kleine Leute. Was guckst du? Ach, der Wind, was hier durchpfeift. Oh, herrlich. Oh, schauen wir mal. Dann sehen wir schon. Oh, ist das schön kühl hier. Oh, herrlich. Herrlich. Das ist so eine Schule. Geil. Ja, alles renoviert. Und vor dem Verfall gerettet. Ja, weiter. Kleinen Moment. Hier ist aber auch noch was. So. Ich hinterher. Hüps, ups. Also ich denke, da haben Besucher drin. Nee? Oder doch? Besucher drin rumgekramt. Oder war das mal irgendwas da drin? Keine Ahnung. Also normalerweise müsste das ja komplett durchgehen. Also ich würde mal sagen, da fehlt noch irgendwie an Ausgrabungen. Hier auch. Ja, aber das kann man nie so genau wissen, was das für Scharten waren. Vielleicht auch bloß Schießscharten. Ach, tja, weiß man's. So. Hier war auch mal so ein Türmchen und wieder die typischen Löcher drin, teilweise für die Balken. Ja, hier kann man wieder runter gucken, dass es einem gleich schwindelig wird. Ja, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Eieieiei. Ja, eine der größten Burgen Burgruinen Deutschlands ist das hier. Und die Sonne prozent uns. Schauen wir mal, ob wir da rauskommen. Also, die ganze Fläche gehört rein theoretisch etwas tiefer, weil die Durchgänge sind doch etwas sehr niedrig, dass ich mich da auch schon bücken muss. Ja. Och, ich kraxel doch manchmal gerne, wenn man dann etwas mehr sieht. Oh Gott, Hilfe. Hoffentlich komme ich hier wieder heil runter. Ach so, da kann man auch so hinauflaufen. Ha, scheiße, umsonst hier hinauf. Scheißzeug, und jetzt wieder hier runterkommen. Hilfe! Da brauchst du nicht hinauf.
kommen wir nachher noch entlang. Okay. Spatzel, kannst du durchlaufen, ohne dich bücken zu müssen? Komm. Ja. Put, 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 put. Ja, du Zwerg auf alle Fälle. Na toll, die kommt durch. Ja. Ich muss mich bucken. Frechheit. Absolute Frechheit ist es doch wieder. Ich zieh mal lieber wieder den Kopf ein. Hey! Aber hier hinten kann man auch noch aufgehen. Sapperlot. Wie geil ist das denn? Aber leider hier nirgends irgendwie welche Schilder, so wie drüben bei Eisenberg. Eisenstein, Eisenberg. Hohenfreiberg und Eisenberg, genau. Na, aber hallo, wo kommen wir hier denn raus? Ach, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Hey, krass, Leute. Wir sind hier ganz oben. Ah, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir hier rauskommen. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Und hier haben wir jetzt auch eine kleine Erklärung. Rundenbastion, Grundriss, Netzwerk, der Ostbastion. Hä, das ist doch die Burg drüben. Das ist, müsste ich hier. Bauphasenplan. Oh, keine Ahnung. Kann man nicht mehr genau lesen. Du bleibst da unten. Aha. Da kann man runter, wenn man will. Oh. Ja. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir hier noch hochkommen. Da geht es dann wieder komplett runter. Aber rein theoretisch war hier auch alles nichts. Ja, und waren da verschiedene Zwischenböden drin. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Weil da unten ist ja eigentlich auch ein zugemauerter Durchgang. Mhm. Was wir vorher gesehen haben. Genau da unten. Also müssten sie hier rein theoretisch auch noch alles runtergraben. Was sie aber mit Sicherheit, so wie das aussieht, nicht mehr machen werden. Schade drum. Echt schade. Gut, gehen wir runter bis zum Eingang hier hinter. Und dann gehen wir ums andere Eck rum. So, dann wären wir hier wieder an einer Abzweigung. Hier drüben wieder der Blick zur anderen Burg rüber. Das waren ja Schwesterburgen. Ja, die Durchgänge, und jetzt gehen wir hier hoch, schauen uns hier noch mal um. Leute, also hier muss ich sagen, wird es eigentlich noch viel an Ausgrabungsarbeiten brauchen. Da wird bestimmt auch noch einiges rauskommen. Wir sind ja hier jetzt im Prinzip in den oberen Stockwerken. Was ist hier? Aha. Die Sanierung der mächtigen Burgruine dauerte von 1995 bis 2006, da sie aufgrund finanzieller Engpässe zuletzt mehrfach gestreckt werden musste. Tja, ja. Hammerhart.
Und so sieht die Rekonstruktion von der ganzen Burg aus. Tja. So. Tja, was hier mal war? Keine Ahnung. Aber wie gesagt, hier müsste der ganze Boden rausgegraben werden, denke ich ja mal. Es ist uferlos. Ja, es wundert mich nicht, dass es mit der Finanzierung eng geworden ist, weil das kostet alles ein Heidengeld. Tja, und jetzt kommen wir wieder da unten dann raus. Wo wir vorher nach links abgebogen sind. Jupp. Genau. Wow. Ein heftiges Ding, ja. Da, wo die Alina durchgekrochen ist. Und jetzt zeige ich euch das nochmal, was ich gemeint habe. Da oben sind wir vorher gestanden. Und das war ja alles verfüllt. Und seht ihr das? Diese Fensterchen alles. Da war ein Eingang. Also würde das von da oben eigentlich noch komplett runtergehen. Also da wäre es geil gewesen, wenn sie Plattform gemacht hätten, das ausgegraben hätten. Tja, aber wie es auf dem Schild gestanden ist, war die Finanzierung von hier sehr schwer. Schade, dass sie da nicht mehr Hilfe bekommen haben. Aber genaueres weiß ich da natürlich auch nicht. Und die Mädels machen da unten auf der Bank bestimmt noch mal eine kurze Pause, bevor wir dann wieder komplett runterlatschen zum Auto. Ja. Ach, die Bank ist belegt. Kann man nichts machen. Aber eine geile Sache, ja. Puh. Gehen wir hier in den Schatten. Tja, und dann gucken wir, was wir jetzt heute noch hier so machen im Gai, im Allgäu. Setz euch hin. Genau. Weil die Außenansicht zum Abschluss schlaube ich hier jetzt noch mal ganz kurz rum. Ah ja. Also ist schon imposant. Aber ich glaube, hier hinten sieht man dann nichts mehr, nur die Außenmauern. Jupp, da geht halt ein Waldweg noch runter. Ja, da hinten sind wir ja auch rumgekommen. Hilfe. Tja. Und so der Abschluss von der Burg hier. Und jetzt latschen wir wirklich zum Auto runter. Alina verarschen. Halt, warte mal. Also wir können jetzt da lang gehen. Das ist der ebene Weg. Dauert halt etwas länger, weil er außenrum geht. Oder wieder quer durch den Wald und das steile Stück runter. Ja, Alina, da oben hast du jetzt echt was verpasst. Da war ich gerade bei so einem großen Felsen. Und da ist ein Schwert drin gesteckt. Das habe ich mal kurz so rausgezogen und habe es wieder reingesteckt. Ja, echt jetzt? Alina! Ey, das war ein Witz! Du glaubst nicht, ich brech zusammen! Herrlich, oder? Leute, das war doch jetzt der krönende Abschluss der Burgbesuche. Oder was sagst du dazu? Wunderbar. Voll geil. Ja, wie gesagt, es ist teilweise ein sehr steiler Aufstieg bzw. Abstieg. Aber
Es lohnt sich definitiv. Na, der andere Weg. Beim Gockel wird jetzt leider auch nichts mehr bekommen, weil die machen auch schon um 2 die Küche zu. Und ja, wir waren erst um 2 da. Pech gehabt, ich hätte so Bock auf einen halben Gockel gehabt hier mal wieder, aber egal, fahren wir weiter. Mal schauen, was der Tag noch bringt. Nicht lachen, aber mittlerweile sind wir in Kaufbeuren gelandet und haben uns einen schönen Döner ins Gesicht. Und Leute, das war mal ein Gesprächsthema. Hier haben es nicht einmal ein Rotkraut. Gott sei Dank. Leute, wieder zu Hause. Oh! Ja, ein richtig geiler Tag war es. Wunderschön. In Kaufbeuren noch meine Tochter schnell getroffen. Bisschen gequatscht. Danach sind wir noch woanders lang gefahren, noch einen Krankenhausbesuch gemacht. Und ja, dann sind wir nach Hause gefahren. Oh, richtig schön hintenrum noch über Augsburg. Bisschen Autobahn, bisschen Landstraße. Oh, und jetzt sind wir wieder zu Hause. Alina, wie hat es dir gefallen? Schön laut, ach komm. Ganz gut. Ganz gut, richtig gut, ganz toll, super spitze, oder? Alles. Ja. Findest du es auch? Ja. Ja, aber Maus kaputt. Maus kaputt. Ja. Gut, in dem Sinne sind wir jetzt komplett raus aus dem Video. Leute, wir sehen uns. Tschaikowski. Euer Däumchen nach oben, wenn es gefallen hat.